So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb, Part 6, der direkt nach Part 5 aufgenommen wird. Ich habe es im letzten Part ja schon angekündigt, also ich konnte jetzt noch nicht auf irgendwas eingehen. Ich muss gestehen, es selber zu spielen, es setzt mich brutal unter Druck, was alles in dieser Welt passiert. Ne? Anhänger werden krank, Anhänger wird hungrig und Gottes Willen, ich komme überhaupt nicht gedanklich hinterher. Ich brauche Materialien, also Bruder. Es ist, ja. So. Also ich bin, glaube ich, noch nicht so gut im Wirtschaften. Gut. Ich denke, wir machen jetzt mal Folgendes. Varnujul hat sich gleich von seiner Krankheit erholt. Das sehen wir hier. Das warten wir noch kurz ab. Dann haben wir nämlich die Seuche erledigt. Fürs Erste. Gleichzeitig sammle ich hier gerade mal wieder ein. Jarnujul heißt übrigens, das ist ein Y, sehe ich gerade. So. Hier kriege ich wieder neues Geld, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich... Shit. wir müssen Minen bauen, dafür brauchen wir mehr Holz. Also ich muss einen Holzplatz bauen. Ich brauche mehr Holz. Oh, was ist mit dir? Wir haben uns besprochen, wir haben das Essen hier satt. Wir brauchen etwas Abwechslung. Fischgerichte. Ja, ja, alles gut. Ritual des Fischens kommt sofort. So, dir geht's auch gleich wieder gut. Lasst mich mal kurz... nachdenken, ob ich irgendwas zwischenzeitlich machen kann. Nochmal mehr Geld, sehr gut. Wir haben im Moment 8 Holz, okay. Zehn Münzen werden zu einem Goldbarren. Ich weiß, wofür ich Goldbarren brauche, deswegen lassen wir das erstmal schön sein. Na? So. Ja, sollen wir gleich mal... Ah, ich glaube, ich habe nicht genug Knochen für das Fischritual, oder? Ich glaube, mir fehlen... Ja, mir fehlen 5 Knochen. Ja, scheiße, weg. Okay, geht gerade noch nicht. Dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, lieber Anhänger. Okay, pass auf. Es ist gerade alles relativ in Ordnung. Es ist gerade alles relativ okay. Wir gehen einmal... Was habe ich da gerade gesammelt? Da war Holz drin, ne? Wait. Ah, ich brauche 15. Scheiße. Okay. So, wir gehen einmal das Schneckenhaus abgeben. Das Schneckenhaus war ja hier irgendwo, dass jemand Schneckenhaus wollte, ne? So viel habe ich mich versucht zu erinnern. Hier wollte der nicht schnell... Ach, hier kriege ich auch... Oh, Leute, es gibt so viele Orte, wo man Hingabe einfach bekommt. Ich vergesse das jedes Mal. Das ist nicht gut. Ja, hier. Opfer darbringen. Schneckenhaus. Und jetzt? Okay, man weiß es nicht. Okay, was ist... Was habe ich jetzt getan? Ich kann nicht mehr... dorthin zurück. Okay. Wieso kann ich dann nicht mehr hin zurück? Oh, es ist gerade Nacht geworden. Das habe ich gar nicht beachtet. Jetzt müsste es doch hier ruhiger sein, ne? Wieso sind die beide wach? Also einer ist wach wegen der Mondkette. Aber... mit dir los? Ach, der schläft hier! Der schläft hier! Aber dann kann ich doch... Ah, Trebri kann hier rein. Guck mal hier, das ist deins. So. Gute Nacht.
Du hast die Kette, ne? Aber das ist für dich hoffentlich immer noch in Ordnung, dass du die Kette hast. Hast du die Kette überhaupt? Ja, ne? Okay, alles gut. Ah ja, okay, er kann dafür beten. So, und er schnarcht jetzt nämlich, aber er lässt hier alle in Ruhe. Ja, wunderbar, das klappt ja. Gut, weil dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Wir warten jetzt noch kurz, bis es wieder Tag wird. Ach, stopp. Kann ja trotzdem jetzt mal hier hingehen und gucken, ob ich jetzt dieses Würfelspiel spielen kann. Dass ich hier gucke, aber mit. Ich weiß nicht, was jetzt. Ich habe jetzt die Schnecken. Ja, gut. Irgendwas wird schon passiert sein für später. Oh, ich habe was gesehen. Hier ist eine Anhängerform. Ja, moin. So, kann ich denn hier mit jemandem spielen? Janujul ist nicht mehr krank. Geil. Und neue Predigt ist auch möglich. Super. Ah, ich muss wieder mit Rathaus spielen. Höchsteinsatz 10 Münzen. Wette abschließen, keine Münzen. Ich will keine Münzen. Aber kann ich nicht gegen anderes spielen, dachte ich? Aber kann man hier theoretisch sein Geld dann vergrößern? Oder wie ist das? Okay, die 6 zerstöre ich. Aber jetzt ist das Ding voll. Das heißt, die 1, 4. Okay, jetzt ist es nicht mehr voll. Ich wollte gerade sagen, die 1, ne, die wird jetzt nicht mehr. Muss mal. Bin mal gespannt, ob ich. Okay. Bin mal gespannt, ob ich. Wenn ich jetzt hier die 2 setze, zerstöre ich zwar die 2, aber das Ding ist halt. Ich gebe ihm auch wieder Platz, die 4 und die 6 zu zerstören. Ja, siehst du, da geht's nämlich los. So, und jetzt habe ich aber die Situation. Jetzt ist er hier drüben voll. Wenn ich jetzt noch eine 6 würfel, packe ich die immer hier rein, weil er kann diese 6er hier nicht mehr zerstören. Ich glaube, so langsam habe ich verstanden, wie der Hase läuft. Ja, weil er zerstört jetzt hier zum Beispiel die 5er. Aber sobald ich eine 6 würfel, genau, zack, das kann mir niemand mehr nehmen. Diese 24 Punkte kann mir jetzt schon niemand mehr nehmen. Die habe ich safe. Das ist der Punkt. Oh ja, und damit 54, ja. Die Nummer ist durch. Easy. Okay, ich glaube, ich habe es besser verstanden. Sehr schön. So. Aber ich kann hier nicht mit anderen spielen, ne? Ich dachte, hier kommen auch noch andere dazu. Aber ich habe hier nur Rathau. Okay, keine Ahnung. Wird sich vielleicht noch klären. Gut, pass auf. Dann gehen wir jetzt einmal hier runter. Ich will nämlich wissen, ob ich hier jetzt auch nochmal neu Dings bekommen kann. Die Hingabe. Ja. O Lamm des Lichts, darf ich ein weiteres Mal um Hilfe ersuchen? Der Leuchtturm ist in baufälligem Zustand. Wir müssen die Kristalle ersetzen, die das Licht aufs Meer hinaus reflektieren. Könntest du Materialien dieser Art für uns finden? Was für Materialien brauchen wir denn? Leuchtturmwärterkristalle. Ah, dem Leuchtturmwärterkristalle. Okay, sobald ich Kristalle finde, mache ich das gerne. Ich weiß aber gerade nicht, was für Kristalle du brauchst, Kollege. Aber ja, ich kümmere mich drum. Zumindest versuche ich's. So, guck mal, hier können wir wieder angeln. Bruder, wie viele? Wie viel ist hier denn los? Oh Bruder. Oh Bruder. Nice.
Ich muss auf jeden Fall, bevor der Tag vorbei ist, muss ich unbedingt die Predigt halten, dass ich die nicht verschenke. So, aber schön Fisch hier sammeln. Sehr gut. Obwohl wir das Ritual des Fischens ja nicht mal durchgeführt haben, aber wie viel Fisch ich hier gerade bekomme, ist ja insane. Oh, eine Krabbe. Wird die überhaupt diesmal weniger? Das wirkt nicht so, ne? Kugelfisch. Noch mehr Kugelfisch. Okay, ich glaube, ich habe erstmal genug geangelt. So, pass auf. Wir machen einmal Ritual gerade. Ritual, sag ich schon, Predigt. Vorher segnen wir, dass wir noch ein Level-Up bekommen eventuell. Ja, die sind schon wieder hungrig auch teilweise. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit dir los? Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Okay. Und eine göttliche Inspiration. Nice. Dann sammeln wir hier gerade mal wieder ein. Hoppala. Ich will erst sammeln, Freunde. Okay, dann machen wir halt erst das. So. Tabernakel. Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber Beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie denn nicht am Schrein huldigen. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, komm. Gucken wir uns mal an. So. Guck mal, was hier an der Seite los ist. Da können wir jetzt hier ganz viel erstmal segnen. Sehr gut, wichtig und richtig. Dann hier drüben segnen. Haben wir schon. Aber den noch nicht. Sehr gut. So. Okay, pass auf. Predigt. Machen wir gleich mal das. So, jetzt kann ich das hier machen. Drücke die Taste schwerer Angriff, um einen schweren Angriff auszuführen. Jede Waffe hat ihre eigene... Oh, kennen wir noch gar nicht. Okay. Klingt gut. Und das andere... Ah, die anderen Sachen sind auch noch gar nicht freigeschaltet, weil ich da hier hoch müsste. Eine neue Art von Waffen. Ich glaube, wir nehmen erstmal schwerer Angriff, oder? Nee, das brauchen wir nicht. Kudai Segen brauchen wir nicht. Das erscheint mir nicht sehr sinnvoll. Komm, wir nehmen mal schwerer Angriff. So. Dann haben wir das. Mehr Hingabe. Dankeschön. Okay, Rituale. Wie gesagt, wir sollen das Fischding machen, aber habe ich immer noch nicht genug Knochen. Dafür muss ich erst auf Kreuzzug. Vorher geht das nicht. So. Was kann ich jetzt bauen? Mir fehlt halt immer auch noch... Ich kann Ne, wir müssen wieder auf Dings gehen. Wir machen jetzt erstmal schnell Essen. Ja, komm, machen wir 4 hiervon. Und wir machen einfach mal alles. So, wurscht.
Und dann gehen wir auf Kreuzzug. Hier kriege ich nur Samen. Das war nicht so spannend, ne? Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Ja, ich kann leckere Viech... Ach, warte, hatten wir den nicht schon mal? Den haben wir doch so ein Viech abgekauft, ne? Warte, wie viel will der haben? Ich habe nicht so viel, leider. Okay, ich kann den nicht kaufen. Tut mir leid. Der nächste Anhänger, den ich kaufe, ist doch auf jeden Fall Fight. Aber ich habe seitdem halt noch keinen mehr. Drücke die Taste schwerer Angriff. Ja, was ist denn schwerer Angriff? Jede Waffe hat einen individuellen schweren Angriff. Ah, das kostet Eifer, okay. Na gut, wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder ein Schwert, normales. Und wir haben wieder diesen... Ne, Icho-Auswurf. Okay, schwarzer Icho wird versprüht. Okay. Was ist jetzt schwerer Angriff? Das ist der Ichio-Auswurf jetzt, ne? Ja. Aber das ist Auswurf. Was ist denn ein schwerer Angriff? Freunde. Teach me Steuerung. Wo ist schwerer Angriff? Ah, R1. Okay, wir testen das einmal aus. Okay. Oh, ich kann diese Dinger doch zerstören. Ich dachte immer, ich kann die nicht zerstören. Lol, die geben mir... Oh mein Gott, die sind voll wichtig zu zerstören. Okay, dann let's go. Ja, das ist ja... Oha. Ja, okay, die sind ja voll wichtig zu zerstören. Ah, das ist ja dumm, dass ich das bisher nicht gemacht habe. Okay, gut zu wissen. Wieder was gelernt. Gegner mit Schilden. Gegner, die Schilde tragen, erleiden keinen Schaden, bis der Schild zerbrochen ist. Verwende einen schweren Angriff um... Ah, okay. Drück die Taste um... Okay, ich verstehe. Die kriege ich nur mit schwerem Angriff klein, oder was? Okay, I see. Interesting. Jetzt haben wir hier zwei Wege. Ich sehe aber an beiden Wegen nicht, dass sie irgendwie besonders sind. Also gehen wir erstmal... Ne, wir haben drei W. Oha, was ist das denn für ein Raum? Ja, okay, wir müssen eh alles ablaufen. Ah, hier ist der Kartenraum. Wichtig und richtig. So. Gegner hinterlassen dreimal mehr Eifer. Okay. Angriffstempo erhöht sich. Ja, ich glaube, Angriffstempo ist gut. Eigentlich beides gut. Aber ich glaube, wir nehmen mal den Kollegen hier mit. Okay, jetzt ging es hier weiter und hier weiter. Ich gehe mal da hoch wieder. Ich habe das Gefühl, das sind Spezialwege, Räume. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Okay, drei Münzen. Wie viel bekomme ich jetzt hier gerade nicht, wenn ich das alles zerstöre? Schade. Also ist in Ordnung. So, was sagt der Raum hier? Der Raum hier sagt außer... Oh, einfach eine Karte! 10% Chance, blaues Herz erhalten. Ja, geil. Nehmen wir mit. Guter Raum. Sehr guter Raum. Ah, der ist ein bisschen stärker. Da ist noch so einer.
Also in dem Raum habe ich jetzt ein bisschen auf die Schnauze bekommen, muss ich gestehen. Das ist nicht so gut. Aber okay. Passiert, ne? So, das dürfte es gewesen sein. Yes. Oh, neue Deko. Braucht kein Mensch. Ja, schön. 10 Gras, um einen Torbogen zu bauen. Super. Wenn ich mal wieder eine Dekomission habe, können wir es benutzen. Aber aktuell nicht notwendig. So, hier gäbe es einen neuen Anhänger. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin gerade ein bisschen mehr auf Ressourcen. Und der nächste Anhänger bist auf jeden Fall du, Veit. Aber ich bin gerade ein bisschen auf Ressourcen, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich hier die Steine bevorzugen. Bitte nicht böse sein. Wenn wir den Gegner, den Boss besiegen, haben wir sowieso einen neuen Anhänger. Und ich habe auch, glaube ich, das Gefühl, ich habe aktuell ein bisschen viele Anhänger, um die ich mich kümmern muss. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht alles. So. Okay, das war relativ gut, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade schon ein bisschen viele Anhänger. Dafür, weil wir konnten ja erst sogar schon die zweite Welt und die dritte Welt öffnen. Und ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Weg. Ich glaube, ich bin kampftechnisch noch zu schwach unterwegs. Aber dafür habe ich schon zu viele Anhänger. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Hier gibt es wieder Karte. Und zwar zusätzliche halbes Herz, Chance, bessere Truhen zu spawnen. Ihr habt nicht mehr so viele Räume. Ich würde das halbe Herz nehmen. Am Anfang von so einem One würde ich es durchaus fühlen, bessere Truhen zu spawnen, ne? Aber wir sind ja fast am Ende des Ones schon. Also ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Gut. Okay, weiter geht's. Okay. Okay. Und jetzt habe ich nochmal vor dem Boss die Möglichkeit, die Waffe zu wechseln. Wir führen aktuell ein Schwert mit Stärke 4. Wir haben hier tückischer Handschuh Nummer 5. Da hätten wir halt wieder das Gift drinnen, ne? Boah. Ich glaube, ich nehme den Handschuh. Bin ich ganz ehrlich. Das müsste besser funktionieren. Okay, Boss kennen wir schon. Ich hoffe, es klappt jetzt besser. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich lasse mich schon von allem treffen. Das ist nicht so geil. Also wirklich Schaden mache ich mit dem Ding nicht, ne? Nee. Okay, wir probieren mal den schweren Handschuhangriff aus. Ich habe keinen schweren Handschuhangriff, was? Ach doch, jetzt. Toll. Ja, okay. Okay, ich muss einfach ein bisschen auf den Schaden achten. Ja, sehr gut, sehr gut. Das klappt schon deutlich besser. Ja, easy. Okay. Das lief deutlich besser. Oh mein Gott. Sehr schön. Richtig viele Knochen auch wieder hier am Start.
Gut. Und der neue Anhänger, das ist dann Fight. So. Oh, 17 Kürbis. 18 Holz. Und ah, ne, okay, wir nehmen die 18 Holz. Wir brauchen aktuell erstmal Holz. Kürbis müssen jetzt erstmal warten. So. Sehr, sehr nice. Oh, noch mehr Knochen. Hätte ich fast verpasst. Guck mal, hätte ich fast übersehen, die Kollegen. Sehr schön. Dann hoffe ich, wir waren nicht zu lange unterwegs und meinen Anhängern geht's noch gut. Heieiei. Bam. Du siehst mich hier in Ketten zu einem Nichts verkümmert, aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jeder der vier Ketten, die mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte den Bischof und du sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß, und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Opfer des Fleisches, ein Ritual, um einen Anhänger zu opfern. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufen sind bei Opferungen wertvoller. Das machen wir nicht. Erstmal. So. Okay. Thynana ist erkrankt. Das ist nicht so gut. So. Okay, pass auf. Wir können jetzt einen Missionar könnten wir bauen. Dessen wäre nicht schlecht. Bei dem weiß ich halt nicht, was genau... Ach so, das ist einfach mehr Hingabe. Mich würde erst mal die Opferstatue tatsächlich interessieren, was die so tut. Die setzen wir mal hier hin. So. Oh, da unten haben wir leuchtende Kacke. Was ist denn da los? Leuchtender Dünger, okay. So, dann könnte ich jetzt hier verbessern, aber ich glaube, wir können jetzt auch... Ja, wir müssen einen Holzplatz bauen. Den setzen wir mal... Ich denke, hier hin. Ja, hier ergibt es Sinn. So, dann räumen wir mal den ganzen Quatsch hier wieder weg. Du bist krank, ne? Du gehst dich bitte ausruhen. Hallo, ich will dich fangen. Weg ist es. So, wir sammeln hier mal gerade wieder ein. Sehr schön. Wir können wieder Goldklumpen hier reinsetzen. Kann ich das ja eigentlich selber auch starten oder muss das ein Anhänger machen? Ich kann hier gar nichts machen. Okay. Ja, schade. Gut, aber wir sehen ja, glaubenstechnisch ist hier noch alles cool. Da gibt es gar kein Problem. Wir können jetzt auch wieder in Ruhe schlafen. Er schnarcht nicht mehr. Also er schnarcht schon noch, aber er ist kein Problem mehr. Sehr gut. So, und warum ich gesagt habe, wir werden noch keine Anhänger opfern, das erklärt sich später. So, jetzt haben wir hier Pilze, die wir sammeln. Dünger hinzufügen, was? Okay. Und sie sind wach.
Es gibt nicht genug Betten für alle deine Anhänger. Oh, ist schon wieder eins kaputt? Okay. Kümmern wir uns gleich drum. So. Jetzt habe ich doch wieder kein Holz mehr. Scheißen. Aber wenn wir hier gleich nämlich Holz generieren, dann sollten wir gleich wieder mehr Holz haben. Jetzt tun wir erstmal hier segnen. Alle, die hier gerade bauen. Nice. Wunderbar. Neue Tafel. Hier wird auch gesegnet. Beide holen wir gleich von rechts. Sehr gut. Nein, ich will das Level Up hier mitnehmen. Ich will das Level Up hier mitnehmen. Ja, dann haben wir wieder eine neue göttliche Inspiration. Wunderbar. Hier können wir noch segnen. Sehr schön. So. Holen wir einmal Fight ab. Also. Oh. Zack. Okay, Fight ist um 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Sehr schön. Nur positive Dinge. Gut, Fight, du kannst... ja, kannst mitbeten. Oh, guck mal hier! Zwei Goldbarren haben sie mir hier einfach hinterlassen. Yo, alles klar. Ich sehe da oben die Vögel. Kann ich mit denen noch was machen? Nein, die sind einfach Deko. Okay. Also sind immer mehr. Haben die irgendwas zu sagen? Ah. Oha, Regenbogen. Regenbogendünger. Okay. Gut. Oh. Hier haben wir Kürbiskern. Okay, wir können auch jetzt Kürbisse anbauen. Dann packe ich mal wieder hier alles rein. So. Alter, das ist schon wieder voll. Ach ja, ich habe ja hier das nächste schon. Was haben wir hier? Günstige... Oh. Schreinflamme. Okay, was ist denn hier alles jetzt dabei? Schreinflamme. Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Tabernakelflamme, das reinigende Feuer, wird mehr Hingabe hervorbringen. Das klingt voll gut. Rituale kosten 50% weniger. Let's go. Das klingt erstmal besser. Aber das daneben machen wir auf jeden Fall als nächstes. So, und jetzt haben wir hier nämlich die Holzdings und da kriege ich jetzt Holz raus. Na? Solange jetzt hier drin einer arbeitet, kriege ich da nämlich Holz. Hier wird jetzt praktisch automatisch Holz generiert. Und genau das gleiche gibt es dann auch nochmal für Stein. Also das ist auch sehr wichtig. Wie viel Holz haben wir aktuell? 2. Na, das ist nicht so gut. Da kann ich nicht mal die Betten reparieren. Ah, verdammt. Okay, pass auf, wir halten Predigt. Das sollte reichen. So. Und wir brauchen noch eines aus diesem Abschnitt hier, dann können wir das nächste oben freischalten. Das ist sehr wichtig. Also was klingt denn hier noch einigermaßen sinnvoll? Wir müssen wahrscheinlich mal die Vampirwaffen freischalten. Weil wir dann hier halt die nächsten... Ja, wir kriegen halt die... Wir brauchen halt die anderen Waffen. Wir müssen hier... Eigentlich müssen wir bis zu den göttlichen Waffen hochkommen. Dafür müssen wir aber erst die anderen freischalten. Okay, let's go.
So, und jetzt geht das hier auf. Und beim nächsten Level Up gibt es dann erstmal wieder die wichtige große Stufe. So. Sehr schön. Ritual warten wir noch einen Moment. Jetzt habe ich 3 Holz. So. Ein paar Leute haben schon wieder Hunger. Er erholt sich jetzt da drüben. Okay, wir gucken nochmal zu dem Würfelspiel. Vielleicht geht es jetzt am Tag. Vielleicht ist am Tag jetzt ja mehr los. Und erstmal... Ah, guck mal, hier hat sich auch wieder was aufgefüllt. Aber was ist mit dieser Kollegin da hinten? Bin überfragt. Ich kann nur gegen Rathau spielen. Ich dachte, hier tauchen noch mehr Leute auf. Muss ich dafür gegen Rathau mit Geld spielen? Ja komm, wir spielen einmal gegen Rathau mit Geld. Ich hoffe, ich versau's nicht. Oh, ich hoffe, ich versau's nicht. 10 Münzen Einsatz. Let's go. Es ist ja schon auch ein bisschen Glücksspiel, ne? Okay, 2. 5. Ja, dann zerstöre ich dir erstmal deine 5. Sechs. Zwei. Eins. Drei. Will ich hier schon zumachen? Nee, eigentlich will ich noch nicht zumachen. Ich hoffe ja, dass ich wieder einen Bereich finde, wo ich dann sozusagen so Sechser aufbauen kann. Na? Also muss ich entweder hier die 3. Und wir gehen hier mit der 3 rein. Hier kann ich hier zerstören. Jetzt ist es aber voll. Er hat ganz schön viele Möglichkeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat ganz schön viele Möglichkeiten hier zu zerstören jetzt. Ah, das ist alles nicht so gut. Okay, er hätte jetzt meine 6 zerstören können. Stattdessen macht er hier dicht. Wenn ich eine 5 würfel, kann ich sie hierhin platzieren und diese 5 kann mir keiner mehr nehmen. Das Ding ist aber, ich bin gleich voll. Aber wir haben gewonnen. Egal was ich würfel, wir haben gewonnen. Nice. Okay. Das heißt, ich bekomme sozusagen den Einsatz zurück und nochmal dazu. Also habe ich jetzt 10 Münzen gewonnen. Es scheint, als wäre das Glück nicht auf meiner Seite. Macht nichts, du hast gut gespielt. Aber jetzt kommt kein neuer, ne? Also... Ich kann aktuell nur gegen ihn spielen. Okay, wahrscheinlich tauchen die mit der Zeit auf, die anderen Spieler. Gut, dann gehen wir kurz zum Leuchtturm. Oder ich kann nur in der Nacht mit denen spielen, mit den anderen. Ich weiß es halt nicht. Das sind auch die Vögel jetzt. Bin irritiert. Ja. Ja gut, 3 ist jetzt nicht so die Welt, aber besser als nix. Habe ich eigentlich... Nee, ich habe mir keinen neuen Fisch für ihn. Angeln wir kurz ein bisschen. Okay. Aber wahrscheinlich muss man auch das Ritual durchführen, dass diese seltenen Fische auftauchen, ne? Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Okay, genug geangelt. In der Zwischenzeit dürfte so ein bisschen Holz hier entstanden sein.
Oh, es wird schon gleich wieder Nacht, ne? Ja. Oh, guck mal hier. Hier, vier Thunfisch. Auch cool. Ja. Nice. Haben wir schon 7 Holz. Habe ich euch heute schon gesegnet? Ja, okay, schade. Ah, habe ich eigentlich Geschenke, die ich aktuell verteilen? Ach, die Naturhalskette. Bonusressourcen ernten. Ja, komm, kannst du haben. So. Was tun sie? Man weiß es nicht. Ach, weil sie fertig hier sind, ne? Wir sind immer so schnell mit hier auffüllen. Krass. Das ist echt krass. Also deswegen wird es ganz schnell Zeit, dass wir diese Dings voll bekommen. Ah, guck mal, die Vögel hier fressen das Ding jetzt tatsächlich weg. Also wir haben ja gelesen, es gibt so Vogelscheuchen, die dann verjagen. Scheinbar ist es wirklich mittlerweile wichtig und sinnvoll, das zu tun. Ha. Na gut. Jetzt könnten wir eine Unterkunft wieder verbessern. Ich würde lieber hier... Aber dafür brauche ich 2 Steine mehr. Ich brauche dafür gar kein Holz. Ich brauche für die Steinmine 2 Steine. Okay, pass auf. Kriege ich hier irgendwo auf die schnelle Steine? Oh, da liegt schon was rum. Kriege ich auf die schnelle keine Steine, na? Nee. Dem geht's aber gleich wieder gut. Guck mal, der ist schon fast wieder fit, der Kollege. Sehr gut. Wichtig und richtig. Nein, wir sind keine Steine, nee. Jetzt wird's Nacht. Okay, jetzt gehen sie schlafen. Aber das Problem ist, 2 können nicht schlafen gehen. Weil Bett kaputt. Ja, sorry. Oh, Veit hat noch kein Bett. Stimmt, Veit hat ja noch gar kein Bett. Ach, komm. Jetzt sind wieder 5 Holz weg. Aber Veit braucht ja auch ein Bett. So, das ist Veits Bett. So, sorry, du kriegst bald wieder ein Bett. Ich schwöre. Wir sind fast voll. Sehr gut. Und Amdusias bastelt hier fleißig weiter. Wir können hier so ein bisschen Viecher noch sammeln. Oh, es wird ja nicht mal viel... Oh, guck mal. Ich habe schon fast wieder... Nice, ich habe in der Nacht eine göttliche Inspiration freigeschaltet. Sehr, sehr geil. Dann können wir jetzt nämlich hier das Schreinflammenplaket uns nehmen. Zack. Optimal. Das ist ja voll gut. So. Dafür muss ich aber nichts machen, ne? Das geht automatisch. Das ist einfach jetzt automatisch besser. Ja, sehr schön. Nein, ich will das hier sammeln. Nice. Also selbst in der Nacht kann man hier rumlaufen und Dinge erledigen. Das ist voll gut. Was ist, wenn ich jetzt was zu essen mache? Kommen die dann, also wachen die dann auf? Ich hoffe nicht. Aber es wird eh gleich Tag. Guck mal, wir machen gleich hier oben eine Predigt. Solange alle da sind. Ah, das hat gut funktioniert. Schade. Ich dachte, ich kann schnell eine Predigt machen, aber es hat nicht so gut funktioniert. Chef, ich will dich segnen. Ich will dich segnen, Chef. Kann ich ihn jetzt anwählen, so. Oh, der hat eine Quest für mich hier. Ach nee, ihm geht's wieder gut, deswegen. Spüre meine Knochenknirschen und meine Seelschwäche. Mein Herz liegt im Wissen, dass ich mein Leben mit deinem Dienst verbracht habe. Oh, mächtiges Lamm. Oh, er ist alt geworden. Oh, Jano. Ich
bin zu alt und schwach, Großanführer. Mir bleiben nur noch ein paar Tage. Oh, Janu. Wir müssen uns von dir verabschieden. Oh, das ging schneller, als ich dachte. Okay, passt auf. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Erstmal segnen, dann predigt. Und dann kümmern wir uns um Janu. Oh, Stufe 5. Nee, doch nicht. Ganz knapp. So. Hier haben wir wieder neues Holz. Sehr gut. Ah, noch mehr neues Holz. Sehr, sehr wichtig. Und hier ganz viel Fleisch. Sehr gut. Und, okay. Sehr nice. So, jetzt pass auf. Predigt erstmal als erstes. Erstmal die Predigt. So. Und jetzt haben wir folgendes Ritual. Da ist es. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufe sind bei Opferungen wertvoller. Dadurch, dass jetzt Janu halt alt ist und schwach, das kostet zwar 10 Glauben, wie ihr seht, aber ich glaube, das ist besser, als wenn die so sterben. Deswegen machen wir das jetzt einmal, einfach um es auch mal gesehen zu haben. Hau, Bruder. Guck mal hier, ne? Amdusias gäbe jetzt plus 40, Trebri gäbe plus 40 und Janu gibt ihm jetzt auch plus 40 von Stufe 3. Er gäbe sogar schon plus 50, aber den opfern wir jetzt natürlich nicht. Guck mal, er ist 41, er ist 43 und er ist jetzt zu alt. Das ist doch ärgerlich. Na gut, was soll's. Es war schön mit dir, Janu. Es war schön mit dir. Aber dadurch haben wir hier das neue Level-Up. Erhöhe die Ausgangsstufe von Waffen. Ja. Okay, der erste Tod. Nicht schön, aber war leider notwendig. Und jetzt haben wir nämlich auch Anhängerfleisch bekommen. Na, jetzt könnte man also praktisch auch ein Anhängeressen machen. Und wir hatten ja vorhin diese Mission irgendwann mal gehabt, dass wir Anhängerfleisch essen. Also, dass wir, na, was mit Anhängern kochen sollen. Und das halt, naja. Naja. So. Das ist halt passiert. Oh, guck mal, jetzt kann ich die Pilze ernten. Was immer die Pilze machen. Ich weiß es nicht, aber gehören welche Pilze? Wahrscheinlich kann ich damit auch Essen herstellen oder so. Also, okay, tödliches Gericht ist raus, auf keinen Fall. Das ist die Bärengeschichte. Also am meisten kann ich... Ach, um Gottes Willen, Kotschüssel. Bäh. Alter, ich will das gar nicht mehr angezeigt bekommen. Das ist so ekelhaft. Ja, da haben wir Anhängerfleisch. Es hat 45% Chance, dass eine Krankheit ausgelöst wird. 25% Chance... Ihr könnt selber lesen. Minus 20, glaube ich. Also, das machen wir nur, wenn es wirklich eine Quest ist. Ansonsten machen wir kein Anhängerfleisch. Na, das ist mal ganz klar. So. Aber wir müssen ein bisschen was zum Essen machen. Wir müssen ein bisschen was zum Essen machen. Wieso habe ich keinen Fisch mehr? Ich dachte, ich habe... Habe ich nicht mehr Fisch? Okay, keine Ahnung. Ich habe doch vorhin einen Fisch gesammelt. Weiß nicht, wo der Fisch hin ist. So.
So. Was machen wir jetzt schnell noch? Ich brauche immer noch Steine für das da unten, richtig? Ja. Also für die Steinmine brauche ich Steine. Aber hier gebe ich wieder Steine her. Ach, das ist doch alles dumm. Ah, das ist doch alles doof. Ja, ich brauche das Zeug. Ich brauche die Hütten. Hilft ja nichts. Da habe ich ja alle schon gesegnet. Ja. Ja, habe ich scheinbar alle schon gesegnet. Dann bauen wir ein bisschen mit. Uiuiuiui. Zack. Und das ist auch gleich fertig. Sehr schön. Okay, so. Wunderbar. Haben wir denn eigentlich, weil der Hunger ist gerade wieder so weit unten, ich überlege, ob ich das Ritual mache mit dem Essen. Ah, da habe ich noch die Abklingzeit. Okay, schade. Schade, schade. Hier wäre das Fischritual, was auch eine Mission war. Aber wenn ich das jetzt mache, vergesse ich das bis zum nächsten Part, dass ich das gemacht habe. Das ist nicht so die beste Idee. Nee. Nee, ich glaube, wir machen erstmal normales Essen wieder. Einfache Mahlzeit aus Beeren. Eine sättigende Speise für Fleischfresser. Fieser Fleischbrei aus Resten zubereitet. Ah, das klingt alles so unangenehm. Warum kann ich nichts Schönes kochen? Nee, kein Anhänger Hackfleisch. Gottes Willen. Ey, ganz ehrlich. Machen wir halt hiervon noch ein paar. Dann werden sie zwar wieder meckern, dass es immer das Gleiche gibt, aber kann es jetzt nicht ändern. Hauptsache, die essen was. Ja, großartig. Er ist direkt krank. Dann ruh dich aus, Kollege. Derweil ist hier schon wieder alles voll. Okay. Und der... Oh, goldener Haufen. Jo, aus dem goldenen Haufen kommen einfach 18 Münzen. Oh, die ersten sind befreundet, habe ich gerade gelesen. Bartman hat sich mit Jonathi befreundet. Schön. Und hier gibt es wieder Sachen für mich. Holz! Nice! Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Haben wir da jetzt genug Holz für die anderen Hütten? Ah ne, dafür fehlen jetzt... Jetzt fehlen dafür Steine. Ich werde wahnsinnig. Oh, jetzt hätten wir genug Holz, aber nicht mehr genug Steine. Das gibt's nicht. Ja gut, ist okay, ist okay, ist okay. Ich beruhige mich. So, Hunger passt. Ich glaube, ist ausbaufähig, aber in Ordnung. Okay, aber pass auf, wenn wir jetzt gerade genug Holz haben. Ne, Moment, das Ding ist. Wofür brauche ich das heilige Holz? Wofür brauchte ich das? Hierfür, fürs Düngersilo. Ja, richtig, fürs Düngersilo. Das muss ich machen. Dafür brauche ich 5 heiliges Holz. Oder gesegnet, oder wie es heißt. Ah, Bruder. Alles braucht nur Steine.
Okay. Wir beenden erstmal den Part. Ich komme sonst. Ich muss irgendwann immer aufhören. Das ist immer das Problem. Das ist es, was ich im letzten Part schon meinte. Ne? Warte, sind wir schon eigentlich im nächsten. Ne, wir sind nicht im nächsten Part. Wir haben noch nicht. Im Part. Im nächsten Tag. Haben wir noch nicht, ne? Ne, ne, ne. Alles gut, alles gut. Schalamba, geil. Das Basis sieht furchtbar aus. Wir bedürfen der Schönheit. Okay, ich muss wieder Dekoration-Mission machen. Ja, dann machen wir das ganz schnell. Wir haben ja Torbögen, die wir aus Gras herstellen können. Ist ja wunderbar. Komm, wir stellen Torbögen aus Gras her. Dann ist er happy. So. Warum ist mein Glaube jetzt so krass runter? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Oha! Was habe ich getan? Wegen dem Essen? Habe ich Essen gemacht, was Glaube runtersetzt? Oha, ich habe gar nicht aufgepasst, warum der Glaube jetzt so krass runter ist. Mein Glaube ist erschüttert, ich durchschau deine Lügen, du bist ein Betrüger und ich muss es den anderen erzählen. Oh, ein Abweichler. Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glaube des Kults zu niedrig ist. Ein Verräter verbreitet Falschinformationen über dich. Andere Anhänger könnten beeinflusst werden. Erziehe denjenigen um oder stecke sie ins Gefängnis und heiße sie danach wieder in deinem Kult willkommen. Oder opfere sie einfach. Es sind ja deine Regeln. Okay, Kollege, 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 Kollege. Alter. Chill mal. Chill mal. So, hier. So, das kriegen wir schon Stück für Stück hin. Er ist noch so ein bisschen. Noch so ein bisschen nicht so gut drauf, ne? Da muss ich jetzt aufpassen, dass der hier nicht Quatsch macht. Aber nice. Erstmal eine göttliche Inspiration. Okay, pass auf. Nachdem uns in letzter Zeit ja immer. Bauen wir jetzt tatsächlich mal die Vogelscheuche. Die scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Und die schaltet ja auch die nächste Stufe frei. Also brauchen wir schon. Wie viel kostet die Vogelscheuche? Oh mein Gott, 25 Holz. Du willst mich doch foppen. Okay, geht noch nicht. So. Quest abgeholt. Guck mal, Glaube geht wieder hoch, so Stück für Stück. Aber ich kann es nur einmal am Tag machen, dieses Umerziehen, ne? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich irgendwas zu essen gemacht, was Glaube sinkt? Ich habe doch nichts zu essen gemacht, was Glaube sinkt, oder? Ich hab doch... Woher kam denn jetzt dieser Abfall von Glaube plötzlich? Ich hab's nicht verstanden. Muss ich gestehen. Der war doch die ganze Zeit so hoch. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam, dass der so schnell runter ist. Ich hab das gar nicht... Gerade war noch alles... Kurz bevor ich speichern wollte, war noch alles in Ordnung. Und plötzlich Glaube... Blub. Weg. Ich weiß nicht, was da passiert ist. So, die schlafen jetzt und ich glaube, der Part schläft jetzt auch. Das ist wie, ich habe es ja im letzten Part schon gesagt, das ist wie Unterricht. Man kann effektiv eigentlich gar nicht auf. Hallo? Warum kann ich das nicht fangen? Hä? So kann ich Dinge jetzt nicht fangen? Okay, dann halt nicht. Ja, man kann... Oh, da war Holz drin auch noch. Okay, gut. Gut zu wissen. Ja, man kann einfach nicht aufhören. Das ist das Schlimme. Man kann einfach nicht aufhören. Oh, was ist jetzt passiert? Was ist das?
Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Interesting. Jetzt kann ich wieder einsammeln, okay. Jetzt nicht mehr. Hä? Ich check's nicht. Ich check's nicht. So, schnell noch predigt, dass der Glaube wieder steigt. Beziehungsweise diesmal schneller. Alles segnen, die in der Nähe sind. Okay, schade, hat nur einen erwischt. Hat nicht so gut funktioniert. Wo sind denn alle hin? Hier ist einer hin. Oh, nice. Nächste Stufe. So, was ist denn das jetzt hier? Check's nicht. Okay, da sind ganz viele. Kann ich euch einmal gerade alle segnen? Sehr schön. Mit Level Up für Fight. Großartig. Gib mir dein Level Up. Oh, eine neue Karte. Oh mein Gott. Leute, ich kann nicht aufhören. Es ist schlimm. So, schnell noch Predigt. Oh, erstmal hier Geld abholen. Ne, Goldklumpen. Auch gut. Auch stark. Halt, Goldklumpen gehen hier rein. Oh, mehr waren es gar nicht. Okay. Sah nach mehr aus. So, Chef, ich muss mich umerziehen. Er ist noch nicht so ganz effektiv hier, ne? Der ist noch nicht so... Anführer, ich wollte dir sagen, dass ich deine Predigten liebe. Okay. Dann machen wir doch gleich wieder eine. Zack. Da war jetzt der Abweichler nicht dabei, ne? Ich glaube ja. Aber jetzt erstmal neue Doktrin. Die letzte Versorgungsdoktrin. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Substanzen erlaubt. Erhalte 20 Glauben, wenn ein Ritual der Gehirnwäsche durchgeführt wird. Okay. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Prohibitionist. Arbeitstempo erhöht, Hingabeerzeugung um 10% gesteigert, aber 50% Chance, dass einige durch das Ritual erkranken. Das klingt besser, was immer das ist. Das andere klang einfach nur schlechter. So. Aber wir können es gleich lesen, was es bedeutet. Warum bin ich jetzt in der Mitte? Was ist jetzt los? Ich bin auch sonst nicht da in die Mitte gelaufen. Okay, interessant. So, Doktrin. Was haben wir da gemacht zum Schluss? Alle kulminierenden Substanzen erlaubt. Weiß ich jetzt, was das bedeutet? Ach so, das gilt für alle Rituale. Erhalte 20 Glauben, wenn ein Ritual der Gehirnwäsche durchgeführt wird. Aber was ist denn ein Ritual der Gehirnwäsche? Ich habe das ja scheinbar gar nicht, oder? Dann muss ich das wahrscheinlich erst irgendwie freischalten oder so. Ha. Okay. Wie sieht es eigentlich vom Hunger her aus? Machen wir noch schnell ein Festritual? Ach komm, wir machen noch schnell ein Festritual. Dann hören wir wirklich auf. Ich muss den Part beenden. Es ist
Es ist schlimm. Man kann nicht aufhören. Es ist echt schlimm. So. Okay. Und jetzt sind wir hoffentlich an dem Punkt, dass wir, wenn wir das nächste Mal den Part starten, dass wir einfach direkt losziehen können und ganz schnell Steine sammeln. Wir brauchen dringend Steine. Oh, guck mal, jetzt ist der Kürbis fertig. Wir brauchen ganz schnell... Was kann ich aus Kürbis machen? Habe ich ein neues Rezept jetzt dadurch? Ja. Wo ist es denn? Wo ist mein Kürbisrezept? Hier. 5% Chance, dass krankhafter Durchfall ausgelöst. Okay. 5% klingt okay. Ha. Okay, okay, okay. Jetzt wirklich Abflug. Ich stelle mich demonstrativ für den nächsten Part. Schau mal hier hin. Damit es dann auch keine Ausrede mehr gibt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.